Ja, damit willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ich habe da hinten mal alles durchgelootet. Da war jetzt sehr viel Interessantes mit dabei, außer ein bisschen Gold. Und ich habe diese Tür da aufgemacht. Da musste ich Schloss knacken. Das ging. Und das hier sieht aus wie eine etwas abgedrehte Küche. Und da steht jemand extrem auf Pilze. Okay. Gibt es da was Gutes? Nö. Pilze, Pilze, Pilze. Hackbeil. Weidekorb. Mal reinschauen. Nö. Nichts Interessantes. Dort ist noch eine Tür. Lass mal hier oben noch gucken. Oh. Das kann ich auch kriegen. Feed your bodies and rest your minds. Lady Shah needs her warriors strong and ready. Okay. Also die Verpflegung für die ganzen Leute hier. Ratten, die das. Bestimmt eine Falle, oder? Ja, yeah, ich tu mal schnell. Schnell speichern. Hab mir jetzt dafür den Hotkey mal auf das Steam Deck gemacht. Even. Place of offering to the Dark Lady. May she embrace the entire world. Naja, was soll's. 14. Boah, wird schon schief gehen, oder? Oh, geil. So, einmal weiter. A pleasurable shiver runs down your spine. You feel as if you've unburdened a troubling thought and forgotten it forever. Gunst der Nachtsängerin. Betroffene du es bis zu deiner nächsten langen Rast resistent gegen nekrotischen Schaden. Ich wollte eigentlich eine lange Rast machen. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich lade nochmal. Schauen uns hier fertig umgehen, da noch hinten mal durch. Mach eine lange Rast und dann tun wir hier mal beten. Weil das würde ich gerne mitnehmen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Sodale, da waren wir beim Quicksave. Also, das Beten machen wir ganz zum Schluss. Naja, bestimmt. Schlafsack, Skelett. Was haben wir hier Schönes? Schlüssel für irgendwas. Okay. What's inside? Oh, Gold, Blutstein, her damit. Ansonsten nichts Interessantes hier. Okay. Schauen wir mal. Moment, was war das? Achso, es war nur eine Spiegelung. Schauen wir doch mal, was hinter der Tür da drin ist. Ja, oh, das sollte man eigentlich schaffen. Ja, oder auch nicht. Komm, einmal noch. Wow! Einfach mal kritisch fehlen. Ah, geil. Das ist jetzt nicht wahr. Ach man, okay, komm. Finally. Wollen wir Licht anmachen hier? Ja. Eine einsame Kiste. Wollen wir verstecken. Leuchtet zumindest das. Die Mantler. Was könnte man da tun? Toten sprechen und Unsichtbarkeit.
Um sie unsichtbar zu machen. Angriffe gegen sie sind im Nachteil, ihre Gegner sind im Vorteil. Wir können sie jetzt nicht mehr verstecken, weil sie es sieht, ne? Alright, time to skulk about. Der ist auf Überfall eingestellt. Du siehst einladend aus. Er ist jetzt unsichtbar. Modus wechseln. Well, hello. Wie wär's mit verstecken? On the hunt. The element of surprise. Steinhaut. Oh ja. Okay. Jetzt kommt, wir gehen wieder. Geil. Cool. Geil. Das mit dem Verstecken. Lassen wir mal wieder. So. Dann würde ich sagen. Erstmal schnell speichern. Würde ich sagen, machen wir mal die lange Rast. Und dann werden wir hier mal bieten. Zum Lager. Dankeschön. Oh, cool. Okay. I am neither dead nor undead, neither alive nor unliving. I don't get it. Thou wilt. Stimmt, ja, Arabellas Eltern müssen wir ja auch noch finden. Ich glaube. Hatsch müssen wir eigentlich auch mit keinen. Der Halsi kommt ja nicht mit uns mit. Ja, ich würde direkt mal schlafen gehen. Tag beenden. Ja. If not over, then through. Leck Gespräch. Geld spielen. I need a quick word. Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. Hä? You are speaking to a mere projection of Gale. His appearance, his voice, and a certain measure of his personality, reconstituted in this case to play as emissary and usher. Would you care to join him? What little I could glean from the portion of his mind that is open to me, it is a matter most urgent. Ja gut. Gladly. Simply follow yonder path, and soon you will find him. Ja, warten wir ganz kurz. Bevor wir das jetzt machen. Ist das jetzt hier? Also wir haben hier Schattenherz. Okay, Spiegelbild. Wo ist denn das? Wer ist denn da oben eigentlich? Nessael ist da oben. Okay. Was ist das hier? Das ist nur zum Klettern. Ah, das ist nur zum Klettern. Ja, okay, keine Ahnung. Wir machen jetzt sowas die lange Rast. Kann jetzt. Oder hier lang? Nee, oder? Nee, da hinten konnte ich gar nicht reinklicken. Okay. Wir gehen schlafen. Automatisch. Los geht's. Da ist er ja. This time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. The cradle
of eternity. The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies. Wird das eine Anmache? I will be. Soon. I am perhaps just one hard day away from being without any troubles at all. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Ja, ich weiß nicht. Schwierig. Babe or crone, coward or hero, death is assured. Mistra's forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. Eigentlich sollte ich ihn davon abhalten, aber I can only hope that there are few innocents within the Absolute's reach when the time comes. And that you will seek safety far away from me. Stay with me a while, will you? Day will come all too soon, even in this place. gut. Ich bleib mal da. Yes. But there is so much to live for and so few moments in which to house it all. Damn you. Damn you for giving me so much to care about, our friends, our adventures. This would have been so much easier if it was just me, but it isn't. If there is a way, any way, to save all that's grown dear to me, I want to seize it. I just cannot fathom what that might be, other than to fail Mistra and condemn the world. Stay with me, will you? I don't want to think of it anymore, but I don't want to be alone either. Naja, bleiben wir mal da. Zeigen wir mal unsere weiche Seite. Es wird noch spannend mit dem Absoluten. Vor allem, ich frage mich, wie der aussehen wird. Schau, der hat gerade Musikuntermalung hier. Okay. Ich würde mal sagen, wir tun mal speichern. Und soll unsere Truppe so bleiben? Ah, weißt du was? Astarion. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Haut drauf gern. Well, it's a rundown bearing the weight of centuries sort of grand, which is my favorite kind. Ich glaube, es ist besser, wenn er weiter hier im Lager bleibt. Ja. Darling, I'm hurt. I thought we had something special. I guess I'll... It sounds... Gut. Haut drauf Nummer 2. Lassel, komm mal her. Ich hätte gerne ein bisschen was mit Durchschlagskraft.
Shah's spirit lingers here. The air's thick with lies and trickery. Kommt in die Gruppe. It is done. Danke. Okay. Lager verlassen. I sought to reach a Githyanki creche and be rid of these tadpoles. Now we stalk forgotten lands haunted by darkness. I'm going to find my people. If you have any sense, you will follow. You consider your options. Knowing that should Lazel depart alone for the crash, she could fall to the curse. Wenn ich vernünftig werde, würde ich euch die Kehle aufschätzen dafür, dass ihr euch mich übersetzt. Ihr bleibt hier. Vergesst die Krippe. Wir haben die Festung der Absoluten erreicht. Dort sind unsere Antworten. Ich glaube, sie wird so draufstehen irgendwie. Oh, ich brauche nur eine 6. Okay. Das war jetzt ein bisschen gemein. Ich weiß. You would threaten Lazel of Kalir. How unusual. How satisfying. Siehst du? Dachtest mir. You bared your teeth and sprayed your venom. A threat to be savored. Very well. Let's see what this moonrise illuminates. Ja. Gut, also beten, 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 beten. Einmal da. Jetzt wird's garantiert fail, ne? Place of offering to the dark lady. May she embrace the entire world. Cool. The pleasurable. Ja, das kennen wir ja schon. Okay. Hätten wir das, dann würde ich sagen, wir gehen noch einmal ein Quick Save. Und dann hat's hier noch eine Tür. Würde ich auch gerne mal reinschauen. Ich glaube, das wird noch ewig dauern, bis wir hier mal wieder was Grünes sehen. Verschlossen. Hä? Was gleich? Entschuldigung. Was? Wie soll ich 30 machen, wenn ich einen Würfel mit 20 habe? Ich meine, da kriege ich 4, 5, 6. Das geht doch gar nicht. Warte mal, abbrechen. Hä? Was soll ich denn da? Habe ich denn irgendwie eine Schriftrolle dabei, die mir da helfen kann? Schrift der Methoden. Die werden wunderlich. Nee. Du bist bei Einschüchterung und Überzeugungswürfeln im Porte gegen Kenntnis und Resistenz und du kannst bis zu den nächsten langen Rast Eissturm wirken. Die können wir vermutlich nicht kaputt machen, oder? Null Schaden. Ja, keine Ahnung, wie ich da mit 30 reinkommen soll. Ein Stufenaufstieg bei dir, bitte. So, Talent. Was machen wir denn? Haben wir vielleicht irgendwas mit Schlossknacken da? Das wäre nämlich jetzt gerade gar nicht mal so doof. Armbrustexperte, defensiver Duell Land. Glückspilz, jetzt gleich Glückspunkte, die nutzen kannst du mit Angriff, wenn die Boots und Leitungswürfe eine Pforte zu seinem Market. Mach mal das mal. Oder was ist belastbar? Hm.
Ja, das klingt doch spaßig. Okay. Wie kommt man da mit 30 rein? Proceeding. Ich merke mir das mal mit der Tür mit der 30. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Ich glaube, das war's dann erstmal. Hier war nix. Hier war der Wegpunkt. Da oben, glaube ich, ging es ja nicht mehr weiter. Also müssen wir, glaube ich, hier weiter. Und da. Okay. Nothing of value comes easy. Overcome my trials and win my embrace. I shall prove myself worthy, Lady Shaw. Aha. Die Tür. Tafel. Her most vaunted treasure. Sanfte Schrittprüfung. Warum ist das jetzt hier alles rot? Einmal kurz speichern. Skelett. Unsichtbarkeit. Aha. Opferschale. Bowl contains an ancient rust-colored bloodstain. It forms a neat disc, as if spilled calmly and willingly. This is one of Lady Shah's trials. Allow me. It's important. Tja, wenn du meinst. Oh, ah, nee. Ah! Remain unseen and can still obtain what they want. Stealth is a virtue derived from her very essence. Okay. Da wird's doch bestimmt einen Hinweis geben. Oh, ein schönes Werkzeug. Wie man hier vorzugehen hat. Was haben wir hier noch? Kerzen. Was macht dieser Hebel da? Also der macht vermutlich das Tor wieder auf. Gar kein Hinweis. Also Fallen hätten wir schon mal. Ich möchte es nicht verkacken. Ich schaue da jetzt mal ganz kurz nach, was jetzt hier zu tun ist. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder da. Das hier ist im Prinzip einfach nur ein Labyrinth und wir sollten nicht entdeckt werden von diesen Schattendingern. Das heißt, ich werde die Gruppe aufteilen. Da muss nur einer rein. Und ich mache mich mal unsichtbar. So. Tun wir uns mal verstecken. Unheard, unseen. Und starten hier mal. Was haben wir hier? Kerze. Ist die Frage, ob die mich sehen, wenn ich versteckt bin, aber das schaut nicht so aus. Okay, das hat funktioniert. Eintauchen, springen. Ich warte mal, bis der vorbei ist. Da hat's noch eine Falle. Stay vigilant. There are traps here. Was war das jetzt?
Nee. Ja, geil. Really? Back to the beginning. Oh, Vlakith, grant me patience. Halt, bleib da. Okay, komm, geht doch mal lang. Verstecken war erfolgreich. Nein! Oh, warte mal, man hat das jetzt von hier von oben gesehen. Wir werden dann hier hin müssen. Without delay. Ja, wow. Warum mache ich das eigentlich nicht gleich so? Nein, bleib da. Ah, shit. Ja, vielleicht nicht the way to go hier. So, nehmen wir es mal hier. Ach, da war ja die Falle. Oh, und da habe ich sie auch ausgelöst. Na toll. Jetzt habe ich hier Fett. Ist ja geil. Objective noted. Doch da lang. Nur bis dahin schaffen. Damit ich dann hier reinkomme. Ja. Okay. Nachdem das vermutlich noch ein paar Versuche brauchen wird, würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut, bis ich zumindest mal hier bin. Bis ich dort durch das Labyrinth geschafft habe, ohne dass ich da irgendwie gesehen wird. Also, bis gleich, liebe Leute. Ja, das hat jetzt vielleicht so 3, 4, 5, 6 Anläufe gebraucht, aber es hat funktioniert. Schlussendlich bin ich hier dahinter gestanden, bin hier durchgesprungen, das ging dahin, dahin gesprungen. Hier wäre ich fast entdeckt worden, Rettungswurf war aber erfolgreich und dann bin ich jetzt hier hingegangen. Okay, einmal schnell speichern. Und dann gehen wir mal hier rein. Ja, das ist jetzt schön, dass... ist. 10. Schauen wir mal. Okay. Toll. One true way. Ja, nehmen wir mal mit. Oh. Und es wurde hell. Schattentransporter. Bitte tut mir nicht weh. Oh. Dankeschön. Dann können wir wohl wieder zusammenlaufen. So. Bravura. Einmal du zuerst. Warum sieht das jetzt alles so komisch aus? Ach so, nur wenn wir nicht drin waren. Das wäre also die erste Prüfung. Seeking to become dark justices. Oh ja, I will follow in their path. I will succeed. Naja.
Oh, da sind jetzt auch zwei von diesen Dingern an. Hier geht's runter. Alter, das ist ja riesig hier. Auf der anderen Seite auch noch. Und dann gab es ja noch... Achso, man sieht es jetzt nicht. Das Ding da ganz am oben, da konnte man ja auch was machen. Wuchtige Tür. Jetzt erst runtergehen. Ach nee. Machen wir einen Raum nach dem anderen. Dieselbe Prüfung. Okay. Ja. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Na, Schattenherz, bist du wieder? Another trial. I need to do this, same as before. Ja, dann mach. Us that we are our own worst enemy much of the time. Her embrace will elude us until we shed that which holds us back. Mhm. Ich glaube, das ist die Prüfung, wo wir gegen uns selber kämpfen müssen. Diverse Mitgruppen verstecken. Ob ich da einfach nur mit Schleichen durchkomme? Ruhig, gut. Don't mind if I do. Da steht irgendwo jemand. Oh, wow. Okay. Da ist die nächste Person. Sollen wir zuerst mal gegen dich kämpfen? Karlach. Aber Gott sei Dank kommt ja nicht so viel Health Points fürs Original. Lassel, Schattenherz und meine Wenigkeit. 28 nur. Ja, wisst ihr was? Wir werden uns mal hier platzieren. Oder soll man sie überhaupt da hinten platzieren? Ich glaube, wir werden dann den rundenbasierten Modus gerade mal einschalten. So. Und zwar du zuerst. Rücksichtslose Angriff. Ja. Ja. Autsch. Okay. Oder gegen uns selber. Oh, was war Moment. Torheit des Schummlers. Oder doch eine Größe sind. Alle Attribute um zwei verringert, die sie in Reflexion angegriffen hat, die nicht ihre eigene ist. Kann auch zweimal wirksam werden. Oh, scheiße, bis zu lange in Rast. Okay, dann. Hätten wir das und dann gehst du mal zu deiner eigenen Kollegin da runter. Und du kannst dich jetzt mal selber angreifen. Out of the shadows. Na geil, es sind jetzt natürlich alle mitkommen. So. Jetzt komm! Spiegelprüfung ist fertig.
Methodischer Angriff. Eigentlich. Ja, sehr geil. Ich glaube, das war's fürs Erste. Wer ist denn? Du bist doch nicht im Kampf. Oh, geil. 44 Schaden. Wie wär's denn gegen Carla? Au, holy shit. Das hat gut gezwirbelt. Und ich selber bin immer noch nicht im Kampf. Okay. Da würde ich sagen, kämpfen wir mal gegen mich selber. The swiftest my feet can carry me. So, ich hab da ja eh nicht so viel. Runde beenden. Runde beenden. Runde beenden. Autsch. Wir tun mal Spurten, das ist aber eine Aktion. Ich glaube, das ist nirgendwo hin, dass ich dich schon mal treffen kann, oder? Komm mal her. Hilfst du mich da? Dann zu Ben. So. Du darfst jetzt mal mich hauen. Kritischer Fehlschlag. Ja, geil. Cool. Swift as my feet can carry. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Okay. Ja, das wären mal die ersten Prüfungen. Nein, nicht zumachen. Moment. Darf ich wieder in die Prüfung rein? Nein. Aus hier. Ich will das nicht nochmal machen. Stimmt. Wir haben jetzt Torheit. Uns der Nachtsinger bedeutet, das bitte den nächsten. Shit, das haben jetzt zwei von uns. Um 4 verringert. Mal noch mal eine lange Rast machen. Oder lassen wir die nächste Prüfung das entscheiden. Ist ein bisschen doof, andererseits. Ja, abwarten. Gehen wir mal weiter runter hier. Noch mehr Ratten. It isn't our mistress of pain. What anguish she has visited upon. So, mit ihm mal quatschen. Wo ist denn das mit dem Medaillon? Da. Thou shalt return to me. Thou shalt have my blessing. Ich bringe euch zur Enkelin, da soll man jetzt angelegt einstecken, nachforschen. I shall walk with thee. I shall grant you my power. You feel a chuckle.
Okay, da gibt's auch nichts Neues. Tierkadaver. Ist das ein Hebel? Nee, Abgrund. Gut. Geh mal hier unten rein. Vertrauenssprungprüfung. Was zum... Also, nachdem du es ja sowieso die ganze Zeit machen willst, geh mal dahin. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Another trial to judge the mettle of Lady Shah's initiates. This one would test their ability to navigate her sacred darkness. Diese war da gewiss. Okay, das ist dann eher so eine Sprungübung. Also im Prinzip. Wo ist denn überhaupt hin? Also man sieht's. Man sieht hier die komischen dunklen Dinger da. Und da müssen wir hin. Weißt du was? Das machen wir mal mit dir, weil du bist da so gut im Springen. Kann ich auf das doch rauf? Ja. Wenn das jetzt nur das ist. Also man sieht den Abstand relativ gut. Über diesen komischen Pfad da. Geht's noch? Ja, ich weiß. Oh. Wow. Ja, das war jetzt einfach. Cool. Erstmal die nächste Prüfung. Alles klar. Und raus hier. Das war jetzt wirklich easy. Lass mich raten, hier ist das nächste. Nö. Aber für einen Haufen Leichen. Die nichts dabei haben. Das ist neu. Schauen wir doch mal, was der Hebel macht. Ah. Der Hebel ist ein Aufzug. Der uns wohin bringt? Ach, nach da oben. Okay, wir fahren wieder nach oben. So, und ich sehe gerade, dass mir der Debuten ist so beschissen, dass ich nur 28... Lebenspunkte haben. Vielleicht mache ich doch eine lange Rast. Hä? Wegen der Ratte? Was macht der Hebel da? Ach, der wird es vermutlich wieder runterholen. Hebelgriff. Wenn das Ding oben ist. Okay, also, ich würde mal sagen, ich mache erstmal eine lange Rast. Im Sinne von, die Episode ist jetzt hier erstmal vorbei. Und dann schauen wir mal da rein, was uns da so erwartet. Also, wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.